Heute ist wieder Zeit für Brandheiß und mit wem ich dieses Mal drehe, das sehen Sie gleich. Herzlich willkommen zur 7. Folge am 17. Mai 2019. Mit mir wieder dabei mein Kollege Stefan Brandner, zurück aus der Frührente. Wir haben ihn praktisch zurückgeholt. Ja, nein, kleiner Scherz. Aber die Spannung war ja nicht ganz so groß. Brandheiß heißt es ja und nicht Seitz heiß. Also heute wieder Brandheiß, das verrät ja schon, wer dabei war. Aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Thomas Seitz, der das wirklich gut gemacht hat und mich hoffentlich bald mal wieder vertritt. Das ist schon wieder, er möchte schon wieder gehen, ist noch gar nicht richtig da. Sie merken es, das ist der Kollege Brandner, wie wir ihn lieben. Sag mal, Stefan, weißt du eigentlich, was heute für ein schöner Tag ist? Wir haben heute so eine kleine Jubiläumsfolge. Wir haben eine Jubiläumsfolge? Die siebte Folge, aber weißt du warum? Das Allerschönste an diesem Tag ist doch, glaube ich, dein Geburtstag, oder, liebe Corinna? Habe ich bis jetzt hinterm Berg gehalten damit? Zwei Geschenke habe ich dabei, pass auf. Ist nicht dein Ernst? Ja. Ich habe jetzt nicht damit reinlegen wollen. Ich habe zum einen hier, guck mal, ein Brandner Schminkspiegel für dich, habe ich extra mitgebracht. Und das zweite Geschenk steht neben dir. Geht's doch besser? Ja, ich habe gleich Pipi nicht in den Augen. Ich finde das. Du wolltest darauf hinaus, oder? Auf den Geburtstag? Ja, schön. Habe ich gut geblufft bisher. Ja, hast wunderbar gut geblufft. Verdammt nochmal, ich wollte ihn kriegen, jetzt hat er mich gekriegt. Steht mit rotem Lippenstift an meinem Spiegel. Nicht vergessen, Corinna gratulieren, habe ich jetzt gemacht. Ja, vielen Dank für dieses unheimlich hässliche Geschenk. Aber gut, Ich dachte, den Schminkspiegel kannst du gebrauchen, aber gut. Schauen wir mal. Den kann ich gut gebrauchen. Jetzt gehen wir aber über zur Plenarwoche, beziehungsweise zur letzten Plenarwoche. Wir haben ja dieses Mal die Doppelfolge. Das ist eigentlich die Sensation, die kleine. Wir haben mal zwei Wochen zusammengefasst. Wir sind kurz vor der Wahl. Und wir beginnen in der letzten Woche mit Bundeswehr? Bundeswehr. Bundeswehreinsätze. Ganz genau. Drei Stück? Drei Stück. Zweimal in Mali. Ja, und wieder mal auf der Tagesordnung. Es kommt ja sehr häufig auf die Tagesordnung. Mhm. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, über jeden Bundeswehreinsatz muss abgestimmt werden, auch über Verlängerungen. Und hier ging es wieder um drei Verlängerungen, zweimal Mali und einmal Marine vor Somalia. Genau, und ich würde sagen, wir starten wieder mit unserem Kollegen Rüdiger Lukassen, der sich gleich mal zu dem ersten Mali-Einsatz äußert. Der Bundestag wird gleich über die Verlängerung des sogenannten Stabilisierungseinsatzes in Mali abstimmen. Und Achtung, Spoiler, in den Reihen von CDU und SPD werden alle Abgeordnete ihre Hände heben und diesen zum Scheitern verurteilten Einsatz der Bundeswehr um ein weiteres Jahr verlängern. Die Abgeordneten der Regierungsparteien werden das tun, weil sie seit 1993 immer so taten. Jedes einzige Mal. Damals, vor 26 Jahren, brachte die Regierung ihren ersten Antrag für einen Auslandseinsatz ein, Somalia. Und seitdem stimmte der Bundestag 195 Mal über den Beginn oder die Verlängerung eines Auslandseinsatzes deutscher Streitkräfte ab. Und von diesen 195 Anträgen stimmte das deutsche Parlament, Sie werden es bestimmt erraten, 195 Mal zu. Verlässlich wie in Nordkorea, meine Damen und Herren. Das war Rüdiger Lukassen, Oberst Lukassen, Oberst AD Lukassen. Der hat begründet, warum wir diesen konkreten Einsatz abgelehnt haben. Jetzt kommt Jan Nolte, auch ein ausgewiesener Sicherheitspolitiker. Und der begründet, warum wir an einem anderen Einsatz, nämlich einem Marineeinsatz, teilnehmen. Die originäre Aufgabe der Bundeswehr ist die Verteidigung Deutschlands, ist die Landes- und Bündnisverteidigung. Auslandseinsätze müssen eine Ausnahme bleiben. Während von 2008 bis 2011 ja noch fast täglich Piratenangriffe stattfanden vor Somalia, hat sich das mittlerweile extrem reduziert. Es finden nur noch vereinzelte Angriffe statt. Der letzte Angriff ist aber auch erst etwa zwei Wochen her. Und der neue Piraten-Hotspot vor Westafrika zeigt auch, dass das Geschäftsmodell der Piraterie als solches für Kriminelle immer noch attraktiv ist. Wir stimmen also hier heute zu und zum Abschluss noch ein Tipp in Richtung Regierung, die ja sehr ambitioniert ist, was die Kriminalitätsbekämpfung in Afrika angeht. Man kann viel glaubwürdiger andere beim Zerschlagen krimineller Netzwerke beraten, wenn man zuvor gezeigt hat, dass man sein Wissen auch im eigenen Land anwenden kann. Wir haben nicht nur Clans in Somalia, sondern auch in Berlin. Bitte auch das nicht vergessen.
Jan Nolte, der darauf hinweist, dass Piraterieeinsätze der Grund waren. Am Ende weist er darauf hin, dass Clans nicht nur in Somalia ihr Unwesen treiben, sondern auch in Berlin. Mhm. Dann haben wir wahrscheinlich demnächst Marineeinsätze auf der Spree. Wir werden sehen. Ja, aber bevor wir jetzt weiter mit den Flachwitzen machen hier vom Kollegen Brandner, gehen wir natürlich wieder so ein bisschen zurück in die Debatte. Denn wir haben einen Kollegen vergessen, einen zweiten Oberst, den wir haben. Und das ist Oberst Gerold Otten aus der Bayerischen Landesgruppe, also ein direkter, kann man fast sagen, Landsmann von mir. Der ist nämlich eigentlich, das Lustige ist, der ist eigentlich Bremer. Und ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Region um Oldenburg herum. Und deswegen ist er tatsächlich... Und wir sind beide in der Bayerischen Landesgruppe. Das finde ich witzig. Ich finde es witzig, aber vergessen haben wir nicht. Du wolltest ihn anmoderieren. Ne? Das war abgesprochen. Also kein Vergessen. Bitte. Jetzt Herr Otten. Wenn wir den militant politischen Islam in Mali bekämpfen wollen, dann hilft keine Symbolpolitik. Eine kluge politische Führung weiß, wann und welchen Mitteln militärisches Engagement sinnvoll ist und wann nicht. Die Bundesregierung will aber immer nur irgendwie dabei sein. Der Trainingsmission selber wird unverändert festgehalten. Sie soll ja auch dazu dienen, so heißt es, dass die Malis ihre Sicherheit irgendwann selbst in die Hände nehmen können. Das klingt zunächst gut. Aber ich frage Sie, glauben Sie denn wirklich, dass in Schnellkursen ausgebildete malische Soldaten das schaffen, woran in der Vergangenheit selbst moderne Armeen gescheitert sind? Die Bundesregierung weiß nicht, wie viele malische Soldaten von unseren Soldaten ausgebildet wurden. Es steht eine grob gerundete Zahl von 10.000 hier im Raum. Sie kann auch keine Aussagen über den Ausbildungserfolg treffen, wo die Soldaten nach ihrer Ausbildung angesetzt werden. Fehlanzeige. Und apropos Gerold Otten, da war doch noch was. Genau, Gerold Otten war auch nicht nur in der Verteidigungspolitik unterwegs, sondern ist auch unser derzeitiger Kandidat für den Bundestagsvizepräsidenten. So ist es. Daraus entsponnen sich aus der Problematik letzte Woche noch eine Geschäftsordnungsdebatte. Bisher war es so, dass unsere Kandidaten nicht gewählt wurden. Und jetzt wurde uns untersagt, überhaupt Kandidaten zur Wahl zu stellen. Das ist die nächste Eskalationsstufe, die die Altfraktionen jetzt hier bestiegen haben. Und am besten kann natürlich Stefan Brandner das erklären, denn er hat auch die Rede gehalten. Und damit er sich jetzt nicht peinlicherweise selbst anmoderiert, moderiere ich ihn an. Hier kommt Stefan Brandner mit der GO-Debatte. Aus zwei Gründen lehnen wir die Tagesordnung ab. Der erste Grund ist ein weiterer Bruch mit einer langen parlamentarischen Tradition in diesem Hause, dass es der größten Oppositionsfraktion obliegt, den ersten Oppositionstagesordnungspunkt am Donnerstag zu bestimmen. Das war immer so, es ist plötzlich nicht mehr so. Plötzlich gibt es ein rollierendes System. Aber der Gipfel der Ignoranz und der Willkür des Umgangs mit uns ist das, was Sie hier mit dem Bundestagsvizepräsidenten veranstalten. Wir haben heute beantragt, eine Wahl aufzusetzen. Wir haben drei Kandidaten vorgeschlagen, meine Damen und Herren. Es wurde von Ihnen abgelehnt, überhaupt nur die Wahl auf die Tagesordnung zu nehmen. Damit verstoßen Sie gegen Verfassungsrecht, Sie verstoßen gegen Geschäftsordnungsrecht und Sie verstoßen gegen einstimmige Beschlüsse dieses Parlaments. Wenn Sie in § 2 der Geschäftsordnung hineinschauen, da ist statuiert, und das ist nicht etwa eine lose Abrede zwischen irgendjemand, in der Geschäftsordnung ist statuiert, dass jeder Fraktion mindestens ein Bundestagsvizepräsident zusteht. Und da wir eine Fraktion sind von der AfD, steht uns das zu. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Und jetzt wird es ganz perfide. Jetzt setzen Sie den Tagesordnungspunkt nicht mal mehr auf die Tagesordnung. Es gibt Bestrebungen der FDP zu sagen, ja, das wählen wir nur noch alle drei Wochen. Ja, was ist das denn für eine Demokratie? Sowas geht überhaupt nicht. Entweder haben wir einen Anspruch drauf und der ist statuiert in der Geschäftsordnung und im einstimmigen Beschluss 19/3, oder wir haben ihn nicht. Dann sagen Sie doch ganz offen, dass Sie keinen wählen wollen. Ändern Sie die Geschäftsordnung, heben Sie den Beschluss 19/3 auf und ändern Sie meinetwegen das Grundgesetz. Das wäre dann geradlinig von Ihnen. Aber zu heucheln, dass Sie Beschlüsse beachten würden und das Gegenteil hier zu tun, das geht nicht. So, das war mein Beitrag zur Geschäftsordnungsdebatte. Jetzt sollte man meinen, die anderen Fraktionen reagieren auch. Was machen die Altfraktionen? Sie einigen sich auf einen Gegenredner. Verschwörung, die sind ja immer alle gegen uns. Ja? Nationale Front der Pseudodemokraten. Die fünf linken Fraktionen. Und dieser Gegenredner versagt auch noch. Was zu erwarten war. Um uns zu erklären, dass die Wahl eines Vizepräsidenten ein Benennungsrecht seiner Fraktion wäre. Ich darf Sie aufklären. Sie haben ein Vorschlagsrecht. Wählen tut der Bundestag mit Mehrheit. Und daran werden Sie nichts ändern. Und der Vorschlag von gleich drei Kandidaten aus einer Fraktion für eine Position, wo ihnen ein Benennungsrecht zuschlägt, ist nicht nur rechtlicher Blödsinn. Es ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
Also das war Buschmann von den Freien Demokraten. Übrigens am Rande, gestern Abend Antrag von der FDP im Plenum und von der FDP keiner da. Aber das ist ein anderes Thema, wir haben es getwittert. Das war Buschmann von den Freien Demokraten mit Worthülsen, wie immer. Er versucht intellektuell zu wirken, verstrickt sich aber dann selber in seinen Wortgirlanden. Das ist die FDP. Nomen ist Omen, bei der FDP gibt es neuerdings eben auch Buschmänner. Und gut. Der Buschmann... Der gute Mann hat leider noch ein paar andere Sachen abgesondert und zwar uns auch beschimpft als die Verfassungsfeinde. Und wenn wir beim Thema Verfassungsfeinde sind, dann müssen wir auch darüber reden, ob wir nicht es zulassen unter Umständen, dass wir hier Verfassungsfeinde einwandern lassen. Und das bringt uns zur Debatte zum... Alarm. Nee, nicht unser Antrag. Das haben wir versucht abzuwehren. Das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Oh ja. Und wir starten gleich mit meinem Lieblingsminister Drehhofer. Das gesamte Gesetzesvorhaben bettet sich ein in die Gesamtstrategie dieser Koalition und Regierung, nämlich Migration zu ordnen und zu steuern. Wir haben ja die Leitbegriffe Humanität und Ordnung, Humanität und Schutzgewährung für Verfolgte und Integration für schutzbedürftige Menschen und auf der anderen Seite Ordnung durch Steuerung und Begrenzung. Und zu dieser Steuerung gehört auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es entspricht meiner ganz persönlichen Überzeugung, der ich hier im Verdacht stehe, ich hätte nur die Begrenzung der Zuwanderung im Sinne. Ja, das war der Kollege Seehofer, seines Zeichens Ministers von der CSU. Und wir würden ja jetzt ja gerne mal einen Kameraschwenk machen, um zu zeigen, was die SPD eigentlich so treibt. Im Parlament ist nicht so viel von denen wahrzunehmen. Aber das Social-Media-Team klettert momentan gerade auf der Brüstung rum mit irgendwelchen Papierblättern, um Sonne von einer Aufnahme abzuschirmen. Also Dilettantismus pur und das kennen wir von der SPD. Ein Markenzeichen der Spezialdemokraten. Genau, und das Markenzeichen von uns im Bereich innere Sicherheit ist? Gottfried Curio. Also wir überlegen immer, Seehofer ist also die Vorgruppe zu Curio eigentlich geworden. Ne? Ja, das stimmt. Und ich ziehe mich jetzt auch langsam an wie Gottfried Curio, also überall Gottfried Curio. Und jetzt hören wir den auch noch. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es ist eine Mogelpackung. Es dient gerade nicht dem Zweck, den es zu befördern vorgibt. Was lesen wir da? Keine Beschränkung auf Mangelberufe. Also egal, ob wir die Leute überhaupt brauchen, Hauptsache mehr fremdkulturelle Zuwanderung. Keine Vorrangprüfung. Also egal, ob ein Deutscher den Job machen könnte oder ein Europäer, Hauptsache außereuropäische Zuwanderung. Kein Nachweis der Gleichwertigkeit einer Qualifikation vor Einreise. Ja, erst hier Beginn einer Ausbildung. Also egal, ob überhaupt Fachkräfte kommen, wenn nur mehr Zuwanderung. Kein Arbeitsplatznachweis, erst hier Jobsuche. Also egal, ob überhaupt Arbeitskräfte kommen, aber bitte Zuwanderung. Und das bei einer europäischen Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Millionen. Wo sind da die Initiativen der Regierung für die eigene Jugend? Erst die Bildung an die Wand fahren und dann nach Fachkräfte rufen. Na, danke sehr. Tatsächlich wird das Gesetz die Armutsmigration Unterqualifizierter anheizen. Pseudo-Fachkräfte aus Afrika als Reservearmee von Niedriglohnsklaven werden die Arbeitsmarktlage für deutsche Arbeitnehmer weiter verschlechtern. Die Folge? Lohndumping im Niedriglohnbereich. Engpass am Wohnungsmarkt. Die illegale Einwanderung läuft neben diesem Einwanderungsgesetz massenhaft weiter. Das Gesetz öffnet nur eine weitere Schleuse. Aber warum draußen Deutsch lernen, wenn man drinnen nur ein einziges Wort aussprechen können muss? Jetzt gehen sogar zwei. War sonst Asyl, das Sesam öffne dich, geht jetzt auch Fachkraft. Und immer wenn es von Asyl auf einmal zu Fachkraft geht, dann geht es eigentlich nur um den sogenannten Spurwechsel. Und was sich dahinter verbirgt, Martin Sichert. Es geht beim Spurwechsel und bei der Duldung, bei Ausbildung und Beschäftigung nur um Wege, wie man abgelehnte Asylbewerber, die nicht verfolgt sind und die keine Flüchtlinge sind, dauerhaft im Land behalten kann. Und die FDP, die setzt dem Ganzen die Krone auf, indem sie auch noch fordert, dass dann nach 5 Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft vergeben werden soll. Sie verramschen so nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft, sie fördern auch noch die Islamisierung im Land. Die echten Fachkräfte, die vertreiben sie doch aus Deutschland, weil die mit immer höheren Steuern und Abgaben belastet werden, um diesen Wahnsinn zu finanzieren. So, das waren jetzt 2 gute Beiträge von uns, von der AfD. Jetzt kommt mal so eine Traumtänzerin von der grünen Seite, Frau Göring-Eckardt aus Thüringen.
In Wahrheit ist Einwanderung die Mutter vieler Lösungen, insbesondere beim Fachkräftemangel. Nein, Frau Göring-Eckardt, die Einwanderung ist nicht die Mutter aller Lösungen, sie ist die Mutter aller Probleme. Und erklären Sie uns doch mal, warum der Thüringer Ministerpräsident nach Vietnam geflogen ist vor einigen Wochen, um Fachkräfte zu holen, wenn Fachkräfte angeblich schon seit Jahren reinströmen. Grüne Traumtänzereien kann man vergessen. Wobei, du weißt, dass Seehofer das auch mal gesagt hat, dass die Einwanderung die Mutter aller Probleme sei. Aber er hat sich ja jetzt wieder geändert und hält ja auch Frau Merkel für die Beste in der Regierung. Ich hab's gelesen, oder? Musstest du auch lachen? Ja. Ja. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Thema, Stefan, in der letzten Woche, nämlich unsere eigene Aktuelle Stunde zum großen Thema CO2-Steuer. Ein schwieriges Feld, man kriegt es aber auch einfach rübergebracht durch den Vergleich von Pfaffen und Feudalherren. Rainer Kraft aus Bayern, der kriegt es hin. Ihre Politik, meine Damen und Herren, Konsenspolitiker, ist die aktualisierte Version des alten Bündnisses aus Feudalherren und Pfaffen. Halt du sie dumm, ich mach sie arm. Die Rolle der Pfaffen übernimmt dabei die Klimasekte. Fürs A-Machen zeichnen Sie, meine Damen und Herren Konsenspolitiker, verantwortlich. Aber die Menschen in unserem Land wollen ihre CO2-Steuer nicht. Sie wird von 2/3 der Bürger abgelehnt. Umfragen belegen dies. Die Mehrheit der Menschen weiß, dass hier Dinge besteuert werden, die bereits besteuert sind. Und die Mehrheit der Menschen fürchtet sich vor den unkalkulierbaren Folgen auf die Wirtschaft und auf ihren Arbeitsplatz. Wir reden also nicht über ein neues Instrument zur Steuerung des Verbrauches von Energieträgern, sondern nur über ein weiteres Folterwerkzeug aus dem sozialistischen Enteignungskeller. Ja, und eine der großen Fragen beim Thema Steuer oder Einführung einer Steuer ist immer die Verhältnismäßigkeit. Was bringt es eigentlich am Ende? Und deswegen die Frage an den Kollegen Brandner. Wie viel emittiert eigentlich Deutschland an CO2? Entscheidend ist, was hinten rauskommt und emittiert eine ganze Menge, denke ich mal, oder? Ich glaube, da bist du nicht so bewandert, aber du bist ja auch Jurist und nicht Doktor der Chemie. Rainer Kraft hat für uns die Antwort. Und wofür soll diese Steuer gut sein? CO2 soll reduziert werden. Deutschland emittiert, wir wissen es, 2% des globalen menschgemachten CO2. China 28. China darf bis 2030 ungehindert und in beliebiger Höhe CO2 weiter emittieren, während Sie, meine Damen und Herren Konsenspolitiker, hunderte Milliarden an Steuergeldern für Ihre ökopopulistisches Klima-Voodoo versenken. Die Gletscher Islands wachsen. In der Antarktis entstehen jedes Jahr Milliarden Tonnen an neuem Eis. Der IPCC verdoppelt über Nacht das Carbon Budget und gibt damit offen zu, dass seine bisherigen Berichte falsch waren. Sie ignorieren das, meine Damen und Herren, Sie ignorieren das, weil die Verlockung, den Menschen im Land noch mehr Geld aus den Taschen zu ziehen, sie blind und taub gemacht hat. Statt eine CO2-Steuer einzuführen, sollten Sie Ihre untauglichen Regularien, wie zum Beispiel das EEG, abschaffen. Dann kann die Großmutter, die ihr Leben lang gearbeitet hat, sich vielleicht im nächsten Winter wieder eine warme Wohnstube leisten. Danke. So, nach Kraft kommt Kreischer, nee, Krischer, Krischer heißt er, gell? Krischer von den Grünen, und der vergleicht Deutschland mal wieder mit der Schweiz. Und weist darauf hin, dass die Schweiz irgendwas hat, was Deutschland noch nicht hat. Hören wir rein. Dabei ist ein CO2-Preis wirklich nichts Neues und ist auch überhaupt nicht originell. Es gibt etliche Staaten auf der Welt, das ist die Schweiz, das ist Frankreich, das ist Kanada, das ist Schweden, die haben das seit Jahren. Ja, das war wieder, Stefan, eine ganz tolle Weisheit von dem grünen Mann. Noch ein bisschen grün hinter den Ohren, beziehungsweise einfach nicht informiert. Denn die Schweiz hat zwar die CO2-Steuer, aber dafür hat sie einen weitaus günstigeren Benzinpreis. Der liegt ungefähr bei 1,35? Ich glaube wohl, ja. Außerdem hat die Schweiz auch höhere Berge. Dafür kämpfen die Grünen ja auch nicht, oder? Und die haben tolle Schokolade. Das kommt dazu. Und die haben Volksabstimmung. Die haben sie auch. Also ne, immer wie man es gerade braucht, wenn man die Schweiz als Vorbild will, in, sag ich mal, dem wirklich bürgerlichen Sinne, dann guckt man sie an und sagt, die Volksabstimmung bringen wir. Und was bringen wir als nächstes, Stefan? Jetzt kommen wir zur nächsten Woche. Ganz genau. Tja, und wofür ist es jetzt wieder Zeit? Ganz klar. Antrag von uns. Ganz genau. In dieser Woche starten wir mit einem unserer eigenen Anträge. Jörg Schneider erzählt jetzt selber, wie er die Bürger in diesem Land entlasten will. Die AfD möchte Geringverdiener entlasten. Wir möchten das in der Form machen, dass wir Arbeitnehmern die Arbeitnehmeranteile zu den Sozialversicherungsbeiträgen erlassen, und zwar bis zu einer Höhe von 300 Euro. Das bedeutet, wer auf Mindestlohnbasis Vollzeit arbeitet, der zahlt zukünftig keinen Arbeitnehmeranteil zu den Sozialversicherungsbeiträgen mehr.
Wer mehr verdient, bei dem schmilzt dann diese Entlastung ab. Was erreichen wir damit? Wir stellen endlich wieder her das Lohnabstandsgebot. Denn wir haben heute doch die Situation, wer als Mindestlohnempfänger Vollzeit arbeitet, der hat am Monatsende gerade mal 200 Euro mehr in der Tasche als derjenige, der Hartz IV bekommt. Wir machen aus diesen 200 Euro 500 Euro. Wir belohnen damit die Menschen, die für harte Arbeit wenig Geld verdienen. Und das ist genau das Ziel unseres Antrags, meine Damen und Herren. Zu dem Thema gibt es übrigens einen Gehaltsrechner im Netz. Da kann man genau nachrechnen, persönlich, wie viel spare ich, wenn unser Antrag gesetzt wird. Gute Sache. So, und jetzt kommt noch die Europäische Union ins Spiel. Dazu redet immer noch Jörg Schneider. Ach so, okay. Ich möchte aber nicht verhehlen, meine Damen und Herren, ein Großteil der Finanzierung dieses Projektes kommt aus einem anderen Topf. Und zwar möchten wir die EU-Beiträge der Bundesrepublik Deutschland deutlich reduzieren. Der Antrag dazu, der wird morgen verhandelt. Und dieser Antrag sagt ganz klar Nein zu den Europafantasien eines Macron. Er sagt auch ganz klar Nein zu rot-grünen Luftschlössern einer europäischen Sozialversicherung, die letztendlich finanziert werden würde mit Milliardenbeträgen deutscher Steuerzahler. Wir möchten, dass diese Steuergelder hier im Land verbleiben. Wir möchten mit diesem Geld die Geringverdiener hier in Deutschland entlasten. Das ist das Ziel unseres Antrags, zu dem ich Sie um Ihre Zustimmung bitte. Ich danke Ihnen. Tja, und Stefan, was denkst du, was der Kollege von der CDU sagt, Herr Zimmer? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, er wird es uns sagen, oder? Oh ja. Ihr Antrag führt zu einem Staat der Unfreiheit, der zumindest uns in der Union fremd ist. Es ist der Weg in die Knechtschaft. Ja, Stefan, was hat er jetzt damit gemeint, der Kollege Zimmer? Mit der Knechtschaft? Mhm. Also ich denke mal, wenn sich die CDU-Politiker irgendwo auskennen, damit Knechtschaft. Ich sage nur Merkel. Die ist aber bei der, ja stimmt, die ist bei der CDU. Wobei man immer denkt, sie ist von der SPD. Und von der SPD ist auch Angelika Glöckner. Denn es geht immer noch mal schlimmer. Sie behaupten, Menschen in Deutschland wären arm, weil die Sozialabgaben zu hoch sind und ihnen zu wenig Geld in der Tasche bliebe. Ich sage Ihnen, das ist falsch. Ja. Hat sie das ernst gemeint? Ich glaube. Ich meine, es profitieren am Ende nur knapp 18 Millionen Sozialversicherungsbeschäftigte Menschen in Deutschland von unserem Antrag, aber wir führen entweder die Leute in die Knechtschaft oder aber die Behauptung, es gibt gar keine Armut in Deutschland. Die ist natürlich schon fast so ein bisschen Größenwahnsinn. Ja, aber dass das von der SPD kommt, wundert mich nicht. Die haben ja von Tuten und Blasen, weiß ich nicht, aber jedenfalls keine Ahnung. Genau. Und genauso wenig eigentlich zum Thema Bildung. Wir sind jetzt im nächsten Thema, nämlich dem, wie heißt das schöne Wort, BAföG ausgesprochen, Stefan, kannst du es? Bundesausbildungsförderungsgesetz. Ganz genau. Und da gab es einen Änderungsantrag der Regierung. Und wir lassen einfach mal Frau Karliczek von der CDU selbst anmoderieren. Karliczek war übrigens die am Anfang gesagt hat, als sie Ministerin wurde, sie hat keine Ahnung, aber sie möchte viel lernen. Hat sie inzwischen was gelernt? Wir gucken mal, oder? Ich glaube eher wenig. Okay. Schauen wir rein. Und darum erhöhen wir das BAföG jetzt so deutlich. Darum sorgen wir dafür, dass in Zukunft wieder viele junge Menschen mehr vom BAföG profitieren. Darum investieren wir die stolze Summe von 1,3 Milliarden Euro. Und im ersten Moment hört sich das natürlich nach viel an, aber Stefan? 1,3 Milliarden hört sich viel an. Das 40-fache wird allerdings pro Jahr für den Asylwahnsinn rausgeschmissen. Also ganz so wertvoll scheinen die Studenten der Frau Karliczek nicht zu sein. Oder aber, wir haben es ja, denn wir haben ja gerade gelernt, wir sind gar nicht arm in Deutschland. Ne? Wir sind reich und es gibt auch gar keine Leute, die eine Steuerentlastung brauchen. Genau, manche sagen auch lieber arm dran als arm ab. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist wieder mal Flachwitz und damit wir hier nicht weiter flach surfen, obwohl doch, das passt eigentlich, flach surfen, Flachwitze, Flachsprache. Wir sind bei den Grünen und die haben ganz neues Vokabular eingeführt. Bitte. Und der erste wichtige Antrag ist, jetzt sofort auf 10% mindestens zu erhöhen, sowohl die BAföG-Sätze als auch die Freibeträge in einem Wumms, damit das auch spürbar ist. Hat er jetzt Wumms oder Bums gesagt? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ist das Niveau der Grünen aber, oder? Jetzt wird es jedenfalls, also es kann ja gar nicht schlechter werden, aber jetzt wird es deutlich besser, weil unser Götz Frömming redet. Welches Spiel wird hier eigentlich gespielt? Wer ist denn, meine Damen und Herren, für die Bildungspolitik in den Ländern verantwortlich? In den meisten Bundesländern wird die Bildungspolitik seit Jahren von Rot-Grün verantwortet.
Wer hat denn erst kürzlich den Rotstift in die Hand genommen und an Bildung und Forschung angesetzt, obwohl Sie im Wahlkampf Land auf, Land ab versprochen haben, mehr für die Bildung zu tun? Das war die SPD und Herr Scholz. Unser Antrag sieht vor, einen zügigen und guten Studienabschluss mit einem Teilerlass des Darlehens zu belohnen. Ferner haben wir vorgeschlagen, die Zwangskopplung von Zuschuss und Darlehen aufzulösen. Nach unserem Modell entscheidet sich der anspruchsberechtigte Student selbst, ob und in welcher Höhe er ein zinsfreies Darlehen in Anspruch nehmen möchte. Damit reagieren wir auf die Berichte vieler Studenten, die durch den Zwang zur Verschuldung davon abgehalten und abgeschreckt werden, überhaupt BAföG zu beantragen. Kommen wir zum neuen Tagesordnungspunkt: Durchsetzung der Ausreisepflicht. Das Wort hatte Innenminister Horst Seehofer zum zweiten Mal heute an diesem Tage in der Sendung. Und es wird nicht besser, er hat ein neues Wort geschöpft. Das muss man sich einmal genau anhören. Und dann habe ich auch noch eine kleine Frage an Stefan dazu. Ja. Wir regeln, dass Ausreisepflichtige selbst alles Zumutbare tun müssen, um einen Pass zu beschaffen. Wer das nicht tut und damit für das Ausreisehindernis selbst verantwortlich ist, wird spürbar sanktioniert. Er bekommt künftig nur noch eine Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Für Nichtjuristen übersetzt ist eine Duldung Minus. Und die Sanktionen lauten Erwerbstätigkeitsverbot, Wohnsitzauflage, Verhinderung der Aufenthaltsverfestigung und auch die Möglichkeit zur Verhängung von Bußgeldern. Jetzt die Frage an Stefan. Duldung Minus, ernsthaft? Und Minus hoch oder tief gestellt? Duldung Minus ist schon Quatsch. Ne? Duldung heißt ja eigentlich, wir akzeptieren kurzfristig einen rechtswidrigen Zustand. Wie kann ich da noch einen Schritt zurückgehen? Also Drehhofer live. Aber ein tolles Thema wieder, wo da unser Polit-Duo auftaucht. Wer kommt nach Drehhofer immer? Curio. Gottfried Curio. Hier auch. Hier auch. Mit dem besten Gag des Tages. Migranten entledigen sich ihrer Pässe auf ihre Reise in ein Deutschland, das üppigste Sozialleistungen mit inexistenter rechtlicher Abwehr verbindet. Letzte Ansätze zu administrativer Gegenwehr hat die SPD aus dem Entwurf gestrichen. Statt Sanktionen soll es nun auf unbegrenzte Zeit möglich sein, verweigerte Mitwirkung bei der Identitätsaufklärung irgendwann nachzuholen, ohne irgendwelche Konsequenzen. Das heißt, jede Unrechtsbekämpfung ist ausgesetzt. Die Aufenthaltsperspektive für Identitätstäuscher bleibt so gut wie je. Nach wie vor haben wir zu wenig Abschiebungsplätze. Es sind weniger als 500 für ganz Deutschland. Das ist kaum etwa ein Viertel der Kapazitäten, die in Frankreich dafür zur Verfügung stehen. Es geht jetzt um 500 Haftplätze für alle 16 zusammen, zusätzlich. Ich will jetzt die Rechnung nicht selber anstellen, aber sie Ihnen mitgeben. 500 durch 16, das meine ich, sollte in einem hochentwickelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland möglich sein. Die Abschiebehaft, ein notwendiges Instrument, um Untertauchen der Abzuschiebenden zu verhindern. Solche Plätze wurden vom rot-rot-grünen Senat hier in Berlin bewusst aufgelöst, um die rot-grüne Unrechtspolitik zu betonieren. Also war die Idee, vollziehbar Ausreisepflichtige kurzfristig auf Haftanstaltsgelände unterzubringen, räumlich getrennt. Aber ein Boykott dieser Maßnahme wird unter Bannerführung der SPD-Justizminister bereits von etlichen Ländern angekündigt. Aber was ist schlimm daran, wenn Asyltäuscher dort zwischenverwahrt werden? Angesichts des Ausländeranteils in Gefängnissen von über 50%, doch nicht wirklich eine fremdartige Umgebung. Die Union plakatiert jetzt in freudscher Fehlleistung offene Grenzen nach innen und sichere Grenzen nach außen. Das heißt wohl, reinkommt jeder, aber wieder rauskomplimentiert wird keiner. So, jetzt hatten wir Curio und Seehofer im Duell. Das war ein klassisches Beispiel dafür, dass wenn Fantasie Seehofer auf Realität trifft. Curio. Ja, wer hat gewonnen? Das ist ja klar, ganz klar. Curio ist ja auch unser Mann. Beziehungsweise ist es ja auch einfach die Wahrheit, ja? Und das Thema Fantasie, das kann man noch verbösern, nämlich in Horror. Und absolute Horrorszenarien kommen jetzt von unserem Freund Helge Lind, der uns eigentlich erklärt, was er sich wünscht. Ganz zarter Schmelz von Lind. Für diejenigen, die tatsächlich keine Aussicht haben, muss es auch mehr legale Wege der Zuwanderung geben. Stichwort Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Und es ist sinnvoll zu gucken, wie wir auch stärker als bisher Instrumente des Resettlements und der Relocation verwenden. Wir könnten Ihnen jetzt noch Frau Jelbke von den Linken einblenden. Vielleicht kurzes Standbild. Diese Frau hier ist gemeint. Jelbke. Ja. Das war die letztes Mal, die zu der Grundausstattung von Asylbewerbern gehören, Kippen, Alkohol und Telefonkarten, ne? So ist es. Wie war das? Ja, ja. Das ist das Niveau der Linken. Aber gut. Aber das lassen wir. Wir haben ja auch ein bisschen Sendezeitbegrenzung. Haben wir. Und wir haben ja noch einen ganz wichtigen Antrag. 70 Jahre Grundgesetz. Ein Antrag von uns lag dazu vor. Ja. Es war eine vereinbarte Debatte. Und deswegen. Und da dieser Redebeitrag, insbesondere vom Kollegen Brandner, so gut war, sagt er jetzt nichts. Hast du das sondern ganz wir gemacht? Hören einfach nur, was er sagt. Und genießen. Natürlich. Was die Verfassungsgeber wollten, das ist uns, die AfD, als inzwischen leider einziger Partei der Rechtsstaatlichkeit, ein Anliegen. Also vor allem Grundrechte, Gewaltenteilung und unabhängige Gerichte. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Und das auf nahezu sämtlichen Ebenen. Fangen wir ganz oben an, beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen Musikgruppen, sogenannte Musikgruppen, ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine die peinliche Veranstaltung in Chemnitz. Und Sie haben Gratulationsschreiben an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt. Ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Wenn er, uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist es nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das. Und das alles unter dem Mantel des Kampfes gegen Recht. Dieser Kampf gegen Rechts, meine Damen und Herren von den Altfraktionen, ist pervertiert gegen einen Kampf gegen das Recht. Das ist auf Ihrem Mist gewachsen. Alles Verstöße gegen die Artikel 2 und 3 des Grundgesetzes. Nehmen Sie hinzu die Zensurgesetze des Herrn Maas, Verstoß gegen Artikel 5. Nehmen Sie die Beliebigmachung der Ehe, Verstoß gegen Artikel 6 Grundgesetz. Meine Damen und Herren, und das alles ist möglich, obwohl es das Grundgesetz gibt, obwohl es unser Grundgesetz gibt. Das ist alles möglich, weil Sie das Grundgesetz zwar in Ihren Sonntagsreden loben, aber nicht wirklich leben, meine Damen und Herren von den Altparteien. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam das Grundgesetz leben, mit dem demokratischen Geist wieder erfüllen und ja an einigen Stellen auch verbessern. Ich nenne da einige Punkte, die uns am Herzen liegen. Direktwahl des Bundespräsidenten. Wir wollen direkt demokratische Elemente, Volksabstimmungen stärken. Wir wollen die Amtszeitbegrenzung der Bundeskanzlerin einführen und wir wollen die Gewaltenteilung wiederherstellen. In der deutschen Nachkriegsgeschichte wird die Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel stets mit dem Makel dreier eklatanter Brüche verbunden sein. Erstens der Euro-Rettungspolitik, die nationales und europäisches Recht missachtet und sich über die Souveränitätsrechte des Volkes und seiner Vertreter mutwillig hinwegsetzt. Der Energie- und Autowende, die Eigentumsrechte willkürlich missachtet. Und der bis heute ungelösten Migrationskrise, die unter fortgesetztem Bruch von Artikel 16a illegale Einwanderung über sichere Drittstaaten faktisch und in einer Dimension hinnimmt, welche die Integrität des Souveräns, des Staatsvolkes dauerhaft und dramatisch verändern wird. Verfassungen sind erst einmal Buchstaben. Auch da haben Sie völlig recht, Herr Kollege Brinkhaus. Sie müssen gelebt werden. Und von der Gesellschaft, die sie verfassen, immer aufs Neue verteidigt werden. Und da, meine Damen und Herren, sieht es weniger überzeugend aus. Ja, natürlich gibt es Verfassungsfeinde, links wie rechts und auch im islamischen Bereich. Aber die sind leicht zu erkennen und zu stellen. Die wirkliche Gefahr geht von denen aus, die das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Gleichheit immer von Neuem zulasten der Freiheit verschieben wollen. Sie geht von denjenigen aus, die ihre politischen Ziele in die Verfassung hineininterpretieren, um den politischen Diskurs zu verengen und so beschützt vom Grundgesetz Vorteile im Meinungskampf zu erringen. Aber es gab natürlich auch Gegenmeinungen, die könnten wir Ihnen jetzt einzeln vorstellen, wie wir es früher gemacht haben. Aber wir haben gedacht, wir machen so eine Art Schwachsinns-Medley. Ja? Jetzt geht es nur dü, 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 dü. Genau. Besser wird es nämlich nicht. Mats, ab.
Nie wieder sollte ein allmächtiger Zentralstaat alles dominieren. Das ist zugegeben manchmal sehr anstrengend und wir wissen das auch manchmal sehr langsam. Ich bin keine Juristin, ich bin Literaturwissenschaftlerin und ich habe mich schon früh beeindrucken lassen von der Schönheit und der Klarheit der Sprache dieses Grundgesetzes. Nicht wir hier, nicht der Gesetzgeber entscheidet über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages, so edel die Motive sein mögen, über die Zusammensetzung des Deutschen Bundestages entscheiden die Wählerinnen und Wähler in freier, gleicher und geheimer Wahl ohne irgendeine Quote. Gegen die Vergesellschaftung wird oft eingewandt, dass die Entschädigung der Eigentümer zu teuer sei. Aber schon im Parlamentarischen Rat sagte der CDU-Abgeordnete und Verfassungsrechtler Hermann von Mangold auf die Frage, ob eine Entschädigung auch für einen Pfennig möglich sei, ich zitiere, ja, diese Möglichkeit besteht. Und umso erbärmlicher ist es, dass wir heute aus der AfD-Fraktion ernsthaft den Vorschlag hören, über die Abschaffung der Todesstrafe nachzudenken. Und das ist ganz klar gegen den Wert unseres Grundgesetzes. Das hat nichts mit Humanität und Rechtsstaatlichkeit zu tun. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Wir sorgen dafür, dass diese Gedanken in Deutschland nicht mehrheitsfähig werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, und damit, Stefan, verabschieden wir uns. Sind wir am Ende? Ja, und ihr habt gesehen. Nicht mit dem Latein. Nicht mit dem Latein, sondern nur heute am Ende. Mit der Sendung. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Helene Fischer und Florian Silbereisen. Aber wir machen das ein bisschen professioneller, oder, wir beiden? Du bist Florian Silbereisen. Ich bin wieder da. Okay, die haben sich aber getrennt, ich glaube dauerhaft. Ich sage, wir machen es anders. Ja, er möchte immer schlüpfrig abweichen und das werden wir jetzt schnell beenden, beziehungsweise machen das unter vier Augen weiter. Nächster Sendetermin ist der 10.6. Da sind wir schon im Bereich Sternzeichen Zwilling, das bist du. Wen hast du mich vorgesehen, Thomas Seitz oder mich? Ich dachte, du wolltest jetzt wieder... Gerne, ich bin dabei, wenn ich darf, komme ich wieder. Sternzeichen Zwilling bin ich, ist richtig. Und du? Genau, janusköpfig. Stier. Stier, alles und deswegen... Klar. Setze ich jetzt mal die Hörner ab und gehe was Gutes essen. Ohne dich, schöne Woche. Zwei.